Das ist ja jetzt das Highlight des Marktes. Und Gott sei Dank haben wir so was Schönes hierher gekriegt. Und es ist auch ganz toll, der Viktualienmarkt hat ja den Biergarten. Das ist nicht weit weg. Man kennt die beiden, man kennt die Mutter, man kennt die Familie. Und das passt absolut gut dazu. Ich meine, das sind jetzt von der klassischen bayerischen Ausstattung, die es hier ja rundherum zu Genüge gibt, ein bisschen weggegangen sind, aber trotzdem bei der Tradition geblieben. Und ich finde es sehr schön gemacht. Also ich glaube, dass es ein guter Weg ist. Wie der Herr Doblinger das heute erzählt hat, ich finde, das ist jetzt mal was Neues. Wenn wir heute nur noch von Schickimicki-Gastronomie und hochwertigen Essen sprechen, aber mal so ein Backhändl mit Kartoffelsalat, ist halt doch einmal wieder was Bodenstämmiges. Und ich glaube, dass das gefehlt hat. Erstmal ist die Lage natürlich gut, weil wenn alles zu hat, ist da noch auf. Ja. Es wird wohl schon auch den einen oder anderen geben, der beim Biergarten überlegt, ob er nicht noch rüberwandert. Ja. Die österreichische Küche ist ja eine interessante Küche und weit verbreitet sind die Adressen österreichische Gastronomie in München nicht. Eigentlich ist es eine Lücke in München. Etwas Schöneres kann dem grünen Herzen Österreichs nicht passieren, als im Herzen Münchens ein solches Wirtshaus eröffnen zu können. Und ich bin der Unternehmensgruppe Doblinger, aber ganz besonders den so erfolgreichen und bekannten Wirtsleuten Hochreiter sehr, sehr dankbar. Denn ohne ihre Initiative, die ja entstanden ist aus einer geschäftlichen und mehr freundschaftlichen Beziehung zur Steiermark, wäre das nicht gelungen. Herzlichen Dank. Der neue Steirer am Markt ist sicherlich eine Bereicherung für den Viktualienmarkt und für ganz München. Da bin ich absolut davon überzeugt und das wird sich durchsetzen und das wird ein sehr erfolgreiches Lokal werden. Alle Erwartungen erfüllt und ich bin stolz und voller Freude, dass wir auch unsere Produkte, den wunderbaren steirischen Wein natürlich, aber auch Säfte, Kürbiskernöl und so weiter direkt aus unserer Region hier in München präsentieren dürfen. Da haben alle ihren Beitrag geleistet und das darf man nicht vergessen, wenn man einen solchen Ort betritt, dass sehr viele Gewerke ihren Einsatz geleistet haben und bringen diesen Ort zu dieser Qualität, die wir heute gemeinsam genießen dürfen. Für den Propheten ist das Mahl immer ein Vorgeschmack für ein noch größeres, unendlich schönes Ereignis. Steirerinnen und Steirer, jetzt möchte ich alle einladen, es mir gleich zu tun. Wenn Sie nach München kommen, kommen Sie hierher zu diesem schönen Lokal Steirer am Markt. Sie werden glücklich nach Hause fahren. Da verbindet sich Bayern und die Steiermark und wir kehren sowieso zusammen. Thank you.